Und damit auch herzlich willkommen hier zu einer neuen Arma 3 Folge. Ich bedanke mich erstmal, dass du wieder hier so zahlreich erschienen bist. Und ja, wir befinden uns hier gerade auf irgendeinem Franzacken-Server, denn ihr habt euch ja gewünscht oder ganz klar mehr von diesen, ich sag mal, diesen Trolling Folgen gewünscht. Und wenn ich Französisch könnte, würde ich Camp of Rebel, würde ich sagen, ist der Rebellenpunkt. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir Kohle bekommen. Und hier sind 24 Leute drauf. Das heißt, wir haben, was ist das denn? Biskus. Der Server hat einen ziemlich schlechten Ping. Es ruckelt auch echt extrem. Flüssig läuft auf jeden Fall. Wir werden uns jetzt erstmal zum Marktplatz begeben. Und, oh, da liegt schon Kohle. Cash, direkt hier Cash. 24.000. Aber darum geht's nicht, denn wir werden unsere eigene Kohle jetzt machen. Wir haben ein Startkapital von 124.000 altes Dollar. Oh, Kaukain, das ist getrennt. Das ist ein Spieler eigentlich vom Life at Altes Server. Ich frage mich, was der auf dem Franzaken-Server macht. Ich werde hier einige Cuts machen und mir dann jeweils immer Geld geben. Denn wenn ich aus dem Bildschirm switche, beendet leider Bandicam oder stoppt Bandicam die Aufnahme. Und das ist ziemlich buggy. Deshalb werde ich da dann Cut machen. Ich werde mir jetzt einmal hier an dem nächstbesten ATM Kohle geben. Hoffe, dass ich kein Bluescreen bekomme. Und dass ich undetected bin. Inventar. Das nehme ich mir doch. Und da werden wir erstmal looten. Ja, looten direkt mal hier. Looten erstmal. Zack, 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 zack. Was hat denn Enes denn so mit? Nur ein Haufen Medikits. Ist nicht so das Wahre vom Ei, aber ist auch mal besser als gar nichts. Haben wir den guten Herrn erstmal gelootet. Hier machen wir den ersten Cut, sehen uns gleich wieder. Ich bedanke mich. Und damit auch willkommen zurück. Wir haben uns jetzt ein bisschen Kohle besorgt. Bam. Ein paar Sachen uns noch besorgt. Und sind hier am Market. GG. Sind in der Tiere umgespawnt, weil wir wurden mit einem Bluescreen-Kick vom Server geschmissen. Ist nicht so schlimm. Das ist Bullen, das weiß ich. Denn Division Infantry ist Polizei. Das kenne ich. Wir besorgen uns mal eben kurz eine Karre. Eine Karre. Merken uns jetzt mal so die gängigsten französischen Wörter in Arma 3 auf jeden Fall. Und werden uns noch hier eben den SUV holen. Einsteigen vielleicht auch noch wäre eine Maßnahme natürlich. Marcher, und das ist Magazine General, ist der General Store. So viel wissen wir mittlerweile. Und ja, ihr habt euch ja gewünscht, hier so ein paar Troller-Folgen zu bekommen. Jetzt kriegt ihr sie. Wir werden uns jetzt erstmal zum Rebellen-Außenposten begeben. Und dann etwas Massaker veranstalten. Wenn wir darauf einen Bann bekommen. Ja, oder? So, wo ist der Scheiß jetzt? Wo ist der Kack jetzt? Ah, hier in diesem Haus oder was? Hm? Da sitzt er im Boden. Hey, Keule. Keule. Mal Weg zu kosten. Ja, und Entfernungsmesser kannst du auch direkt geben. Dann geht nur ein Weg zu kosten. Kann man nie genug haben. Wie viel habe ich jetzt? Sehen hier die Knicklichter? Ja. Ich kenne ja meine Fahrkünste. Und ich hoffe, wir werden jetzt nicht mehr detected, bevor wir das Massaker angestellt haben. Ich habe ja jetzt auch schon das Programm wieder aus. Ich wurde auch gefragt, welches Hack-Programm, Cheat-Programm wir benutzen. Dazu werde ich keine Informationen geben, denn ich finde es, um ehrlich zu sein, absolut asozial zu cheaten, zu hacken. Das, was ich letztendlich toleriere, ist, wenn man es wirklich auf Server macht, wo eh weder Roleplay vorhanden ist, noch Spielvergnügen. Und das sind halt leider die Franzosen. Also an alle Franzosen unter euch.
Oder zumindest der Großteil davon. Ihr seid das Gesöcks, nicht wir. Und haben jedes Mal Stress mit euch. Dabei tun wir euch gar nichts. So, auf direktem Weg zum Airfield. Alter, diese Lags. Spielen unter anderem mit 30 Frames, Kammer. Läuft bei mir richtig hart. So macht man übrigens heutzutage Fahrkünste. Wow. Ja, ein bisschen mal hier von der Mauer weg. Okay. Hier dauert leider dieses Reparieren so extrem lange. Jetzt wäre ich schon fertig auf dem anderen Server. Aber hier dauert es ein bisschen länger. So, wenn wir das gemacht haben. Oh, bitte, liebe Franzosen, lasst mich hier ein bisschen trollen. Es sind immer noch, jetzt mittlerweile nur noch knapp 20 Spieler online. Aber 20 killen oder 20 nicht killen ist immer noch eine Sache. So. Ich weiß, jetzt brauche ich hier eine Einfahrt. Ich weiß, auch halt die Fresse, Leutnant. Das war übrigens der, der da vorhin so rumgebackt hat. Ich weiß ganz genau. Nee, ernsthaft. Ich bin am Aufnehmen. Ich weiß ganz genau, dass die Leute auf den Franzosen-Servern. Merci. Wie genial ist das schon wieder? Auf den Franzosen-Servern. Ach, ich habe den Faden verloren, weil ich so geile Quarkbällchen gerade bekommen habe. User joined your channel. Nein, wer joint einfach in den Aufnahmeraum, der kriegt sofort einen Bann. Ohne Scheiß. Asozialer Content. Nee, brauchst auch nicht anschreiben, ich bin in der Aufnahme. So. Ich kann auch gar nicht gucken. Melde dich mit Namen gefälligst. Dann kannst du eventuell deinen Bann abwimmeln. Hallo, wer ist da? Hallo User. Löl, ey. Kann nur jemand sein, der Adminrechte hat auf dem Server, auf dem TS. User left your channel. Ah, wir wissen leider nicht, wer es war. Ich werde gleich mal gucken. Hm. Ich habe gerade Quarkbällchen bekommen. Und ich liebe Quarkbällchen. Noch mehr mag ich aber Mutzen. Beste, ohne Mist. Alter, warum müssen wir jetzt so weit laufen, ey? Wir sind viel zu weit gefahren, ey, ich Idiot. Ich bin so dumm, ey. Ich könnte mir vorstellen, wer es war. Ich muss dazu sagen, ich habe ja drei Bildschirme. Drei benutze ich beim Livestream, zwei normalerweise bei den Aufnahmen. Aber wenn ich jetzt so abends aufnehme, spät alleine, lasse ich es auf einem Bildschirm laufen, denn ich habe schon eine Stromnachzahlung bekommen. Die war nicht gerade gering, sag ich mal. Und da sind wir immer ein bisschen stromsparender. Hm. Deshalb, und wenn ich jetzt hier switche, fällt die Aufnahme und ich muss Angst haben, wieder einen Bluescreen zu bekommen. Wie viele sind eigentlich noch drauf? 2, 4, 8 Screen. Na gut, 20, über 20. Die Frage ist, was holen wir uns für einen? Was können wir uns... Alter! Oh, scheiße, ich hab den Heli-Mod nicht drauf. Leider habe ich den Heli-Mod nicht drauf, sonst wären wir mal mit so einem richtig coolen hier geflogen. Aber ist ja nicht schlimm. Huron. Der Mohawk flieht echt am schnellsten, ne? Naja, der Huron ist genauso schnell. Aber wir bleiben beim Hummingbird. Jetzt liegt das. Tatsache.
Schwul. Jetzt können wir hier noch zum ATM rushen. Scheiße, eine 7 zu viel. Nee, hier werden die Leute gekillt wie am Fließband. Hauptsache man kann hier keine Farbe aussehen. Alter, was geht denn da ab, ey? Geht hier Schiff P? Nee. Geht nicht, wobei ich glaube Shift O war jetzt, ne? Ja, Shift P. Eigentlich wäre es Shift P gewesen. Ist aber scheißegal. Hallo? Mag er mal hier. Das sollte aber okay sein vom Film, wenn ich einfach im Flieger bin. Licht können wir anmachen. Und Kollisionslichter. Oh, wie geil, hier funktioniert wenigstens noch. Übrigens, schöne Grüße an die Live-Haltes-Community, an die Administratoren. Da könntet ihr euch auch mal wieder eine Scheibe von abschneiden. Das gefiel mir nämlich früher viel besser. Schaltet mal ohne Scheiß bei den Zivilisten und auch bei der Polizei das Radar im Helikopter wieder frei. Das ist ja seit dem Project Echo, dann gibt es das ja nicht mehr. Das ist wirklich asozial. Also nicht asozial, sondern echt kacke. Ein Radar im Heli wäre schon wieder episch. Detailgetreu das einfach ist, ey, das ist so wahnsinnig. Naja. So, mal gucken, wen wir da begegnen. Wir sollten ein bisschen die Nase nach vorne ziehen. Jetzt sind wir gleich auf dem Boden. Er geht dann schneller, als wir gucken können. Ich habe noch Night Vision. Hier die Scheiße aus, dann sehe ich auch was. Weil das spielt eigentlich keine Rolle. Ja, nicht wirklich. Und beim Autofahren, ja. Beim Helikopter fliegen ja weniger. Das ist ein Recode de Ibiscus. Das ist ein Wort, ey. So nehmen wir unseren Franzosen, Französisch für eine einfache Sprache. Okay, auf dem Rebellenaußenposten ist definitiv jemand. Und das Radar zeigt es an. Dann schon mal langsam in den Landeanflug gehen. Ja, da ist jemand. Die Frage ist nur, was ist da? Ich hoffe, die haben so viel Ehre, dass hier wenigstens Safe Zone eingehalten wird. Okay, es ist nicht so, dass ich jetzt keine Safe Zone einhalten würde. Sondern ich würde es auch jetzt klar alle abknallen. Also jeden, den ich jetzt hier sehe, knall ich eh ab. Da soll nochmal jemand sagen, Leitung kann ich fliegen. Ja, das ist ein Helikopter-Shop, das wissen wir bereits. Hier ist ein Vehicle-Shop, das wissen wir auch bereits. Da ist ein kleiner Typ. Omega. So ein Glück wie ich hab. Rebellenausbildung. Raste aus. Black Mark Kickney. Ja, schön. Ich weiß zwar nicht, was es ist. Ja, schön viel Kleidung gibt's hier. Ja, wunderbar. Alter, Suizidweste. Kostet noch nicht mal was. Taktische Weste holen wir noch. Ich hätte ja, wie gesagt, noch gerne. Ah. Nehmen wir die, die ist schon rebellig. Was
ist das denn hier für eine Kacke, ey? Oh Mann, Alter, wer hier geskriptet hat, den sollte man erschlagen. Ganz klar. Eine Lynx. Alter, hier gibt's sogar Anamut, ey. Rastet aus. Ah, hier haben wir die Visiere. Schon mal was? Schalldämpfer. Kaufen wir natürlich auch. 6,5 ebenfalls. Laserpointer kaufen wir auch noch. Hier ist nichts. Muss ja echt wissen, wo was ist, glaube ich, als Spieler. Wenn du auf diesem Server spielst, sonst hast du ja echt verkackt. Ja, wie gesagt, Lynx hatten wir schon. Wird nicht witziger. Was ist das denn? Du hast eine. Was habe ich? Du hast eine. Habe ich denn noch Kohle mit? Der müsste ja wohl ein ATM sein, ne? So, dann gucken wir mal kurz erstmal in mein Inventar. Denn irgendwie habe ich das dumm. Was ist denn hier für eine Scheiße? So, Schalldämpfer, Redpoint. Noch ein Schalldämpfer. So, das ziehen wir aber jetzt alles mal kurz raus. Das ziehen wir mal darüber und das ziehen wir raus. So, das lassen wir da drin. Rucksack, 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 Rucksack. So, jetzt nochmal. Alter Schwede, ey. Kaufen. Du hast eine? Du hast eine? Hab ich keinen Waffenschein oder was? Kann ich mal ein Wort nicht machen. Du hast eine. Ja, was denn eine? Mann. Hier irgendwas kaufen, Mann. Null. Hier steht überall einfach null. Was soll man sich denn hier ausrüsten, bitteschön? Toll, ich kann mir hier eine. Oh, komm, holen wir uns schon mal die hier. Oh, jetzt haben wir schon mal eine Handfeuerwaffe. Wir schon mal etwas weiter. Genau. Den knallen wir erstmal ab. Ach, halt die Fresse. So. Da müssen wir uns eine Lynx kaufen, da bleibt ja nichts anderes übrig. Keine Ahnung, was das für Magazine sind. Auch oh, scheißegal. Er wird sich jetzt eh beschweren. Oh, da war doch noch ein Shop. Ah, toll, das ist ein General Store für Dove. Ja, wie gesagt, ohne Mist. Drecksfranzosen, ey. Ich kann hier keine Waffe kaufen, ey. Es geht mir so auf den Sack. So, da sind Preise. Wie habe ich denn da gekillt überhaupt? Dingo Freeman, das war aber nicht der Typ, der geschrieben hat. Yuki. I'm sorry. Scheiße, der meinte auch mich direkt. Auto Shot oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Irgendwann musst du den ja schreiben. Das nervt mich nicht. Ich hab nur eine Handfeuerwaffe. Das ärgert mich ziemlich. Schon mal jetzt noch hier so ein Alamut. Wo ist denn die Alamut, Mann? Gift im Mund, nee. Scheiße. Nee. Wie viel geben wir dem? Den habe ich denn da überhaupt getötet? Dango Freeman. Überweisen. Dango Freeman überweisen.
Warum kann der wieder hier spawnen? Achso, ich brauche ein Visier. Falsche. Sorry. Visier. ACO. LRPS. Du hast eine. Was denn eine, Mann? Ja, pack's auf die Waffe. Ist mir scheißegal. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier... Drecks Außenposten, ey, ohne Mist. Wird es ja wahrscheinlich an allen Außenposten so sein. Hier müssen doch irgendwo Leute sein, ohne Mist. Hier kann doch nicht sein, dass hier nichts los ist gerade. Ich flieg mal eben über Attira. Ich habe ja jetzt eine Waffe. Moment, das ist ein Franzosenzug, ne? Frage ist, was gibt es für ein Fahrzeug? Helikopter-Shop. Okay, keine Bewaffneten. Wo war Vehicle-Shop da vorne? Ne? Vehicle-Shop. Offroader, Ifrit, Tempest. Oh, kaufen. Wow. Was da aus, Alter? Was? Warum das denn nicht? Vehicle Garage. Keine Fahrzeuge drin. Ja, dann pack die Scheiße doch weg. Ja, die müssen unter direkten Kontakt stehen, ey. Wenn die hier, wenn er einem direkt geschrieben hat, dass das RDM war oder so ein Scheiß, keine Ahnung, was der da überhaupt geschrieben hat. Cute little bird. Lol. Da ist einfach einer vom Himmel gefallen. Er muss ja jetzt... halt die Fresse, weh, du redest jetzt. Minde ist bei den Franzosen 1000, weiß ich. Er ist, glaube ich, auch, sagt man auch so, Mille. Wobei die sagen, wenn wir von der Mille reden, reden wir von der Million halt. Oh, Mille, Lulu. Lulu heißt heftig, glaube ich. Ich glaube, man lernt Französisch nur von Zappen-Servern. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier überhaupt aufnehmen. Ich wollte euch einfach nur eine Armor-Folge präsentieren, damit ich da nicht ganz blöd stehe. Am morgigen Tag. Dann ist es schon Samstagmorgen. Die wollt ihr heute sehen. Das war, habe ich mir gedacht. Lightning, müssen wir eben die Flanke folgen. Armor drin. Aber bisher sieht man hier noch nicht viel von Trollen. Nichts passieren sollte. Tut mir leid, ihr habt selber gesehen, wie verpackt dieser Waffenshop ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr Ahnung habt, was noch ein Waffenshop sein könnte hier. Hubschrauber ist da noch. Ey, muss doch noch. Muss da noch Möglichkeiten geben. Und dann sind die Liste oder so ein Scheiß. Ich wollte keine Haube bauen. Hallo. Alter Schwede. Ist da irgendwo eine... Da ist immer ein Spieler. Warum drück ich die ganze Zeit auf diese fucking X, Mann?
Schnauze. I'm so sorry. I'm so sorry. I give you money. Sorry. Lol. What? Spasti. War der einzige? Hatte der irgendwas dabei? Lass mich den looten. Der hat nichts dabei. Weiter geht's. What? Was nur ein Sohn? What? Voll langsam stehst du einfach mitten auf der... Ja, okay, wir fliegen nach Kavala. Da muss was los sein. Stellt euch mal vor, ihr geht auf die Straße, irgendein Typ kommt random einfach zu euch an und gibt euch einfach so, weil das kann und weil er Lust dazu hat. Okay, ihr könnt danach nichts mehr sagen, aber schon ein bisschen übertrieben. Manche Spiele verleiten nicht, Alter, manche Spiele verleiten nicht ein bisschen zum Töten. Aber ist nicht so, dass ich sowas tolerieren will. Weil ich den Denkmal zu den heutigen Spiele-Genres gehört, irgendwie Kills dazu. Aber ich gehe ja jetzt auch nicht einfach auf die Straße und sage, hey, du hast ein scheiß Gesicht, ich knall dir ins Gesicht. Oh, Lightning, Beast Mode, kann ich mal hier, Beast Mode. Nein, also, das machen wir nicht. Ich habe ein bisschen Hunger, ich mache gleich auf jeden Fall noch zu schnabulieren, wenn wir in Kabel angekommen sind. What? Beste Aktion ever. Ernst. What? What the fuck, man? Oh mein Gott. So. Gehen wir mal kurz an links. Wow, oh mein Gott. Wow, 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 wow. Sollte schon eventuell doch noch fliegen und dann. So, jetzt. Das geht. Noch relativ früh eigentlich hier gerade am Tag. Ist eigentlich schon wieder hell oder so? Ist auch denn die Uhrzeit? Ungefähr 11 Uhr abends, ey. 6 Uhr. Das heißt, wir werden leider hier eine nächtliche Aufnahme haben. Tut mir leid. Wir suchen immer noch verzweifelt ein paar Spieler, die wir... Oh, ich such mal... An mich, oder? Du, eigentlich haben wir jetzt eine Anmeldung. Eine Verwarnung bekommen, denke ich mal. An alle Player. Okay. Ich glaube, die einfach so rausfahren. Also, bis dazu. Könnt ihr mir die vielleicht mal auf Deutsch schicken, dann kann ich sie euch vorlesen. Was für keine Mongos, ey. Ob ich da einen Franzakensprache lesen könnte. Lesen könnte. Auf jeden Fall hat er Danke geschrieben. Und dass wir die Regeln lesen sollen. Diese Regels. Oh, Scheiße. Ich bin falsch im Leben, oder? Ja, einfach nur Kabbala. 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 Ich bin aber im Hauptkörper dann. What the fuck? Fliegen die scheiß Hummingbirds hier auf dem Server. Oh, ich sollte mal meine DPI-Empfindlichkeit auf höher tun. Dann ist die Maus... Das ist ein Maus-Controller. Etwas. Dann habe ich ein bisschen Probleme. Und was sowas angeht. So. Auf jeden Fall wissen wir mittlerweile. Fuck. Spieler. Spieler. Dass ich den in die sogenannte Kritte, die ich nochmal eventuell abheben könnte. Ja, perfekt geschafft. Nein. Na, leider sehen wir wunderbar viel.
Massaker. Und dass der Server so leckt. Oh, Lightning sollte Scharfschütze werden. Ich glaube, wir wurden mal eben gerade gebannt. Er denkt auch, er kann weglaufen einfach von mir. Miese Ratte. Ja, wir wurden gerade rausgeschmissen. Ich werde jetzt nicht auf Trend gehen, weil dann habe ich einen Bluescreen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut bei der nächsten Folge wieder ein. Haut rein, euer Lightning HP. Ciao, ciao. Zack, zack, zack. Was hat denn Ines denn so mit? Nur ein Haufen Medikits. Ist nicht so das Wahre vom Ei, aber ist auch mal besser als gar nichts. Haben wir den guten Herrn erstmal gelootet. Hier machen wir den ersten Cut, sehen uns gleich wieder. Ich bedanke mich. Und damit auch für Willkommen zurück. Wir haben uns jetzt ein bisschen Kohle besorgt. Bam. Ein paar Sachen uns noch besorgt. Und sind hier am Market. GG. Sind in der Tiere umgespawnt, weil wir wurden mit einem Bluescreen-Kick vom Server geschmissen. Ist nicht so schlimm. Das ist Bullen, das weiß ich. Und hier sind 24 Leute drauf. Das heißt, wir haben... Was ist das denn? Biskus. Der Server hat einen ziemlich schlechten Ping. Es ruckelt auch echt extrem. Flüssig läuft auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt erstmal zum Marktplatz begeben. Und, oh, da liegt schon Kohle. Cash, direkt hier Cash. 24.000. Aber darum geht es nicht, denn wir werden unsere eigene Kohle jetzt machen. Wir haben ein Startkapital von 124.000 altes Dollar. Oh, Kaukain, das ist getrennt. Das ist ein Spieler ein. Denn Division Inventory ist Polizei. Das kenne ich. Wir besorgen uns mal eben kurz eine Karre. Wir merken uns jetzt mal so die gängigsten französischen Wörter in Arma 3 auf jeden Fall. Und werden uns noch hier eben den SUV holen. Einsteigen vielleicht auch noch wäre eine Maßnahme natürlich. Marcher und das ist Magazine General ist der General Store. Und damit auch herzlich willkommen hier zu einer neuen Arma 3 Folge. Ich bedanke mich erstmal, dass du wieder hier so zahlreich erschienen bist. Und ja, wir befinden uns hier gerade auf irgendeinem Franzacken-Server, denn ihr habt euch ja gewünscht oder ganz klar mehr von diesen, ich sag mal, diesen Trolling Folgen gewünscht. Und wenn ich Französisch könnte, würde ich Camp of Rebel, würde ich sagen, ist der Rebellenpunkt. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir Kohle bekommen. Und nicht vom Live at Altus Server. Ich frage mich, was der auf dem Franzacken Server macht. Ich werde hier einige Cuts machen und mir dann jeweils immer Geld geben. Denn wenn ich aus dem Bildschirm switche, beendet leider Bandicam oder stoppt Bandicam die Aufnahme. Und das ist ziemlich buggy. Deshalb werde ich da dann Cut machen. Ich werde mir jetzt einmal hier an dem nächstbesten ATM Kohle geben. Hoffe, dass ich kein Bluescreen bekomme und dass ich undetected bin. Inventar. Reinlass nehme ich mir doch. Und da werden wir erstmal looten. Ja, looten, direkt mal hier looten erstmal.